haben im letzten Part den Pilzcup gemacht im 50er Hubraum und haben einen Stern bekommen, was mich ziemlich irgendwie gewundert hat, weil ich habe eigentlich sonst nie einen Stern bekommen. Also das ist jetzt das allererste Mal, wo ich mich sogar drüber freuen kann. Ja, einen Stern eigentlich. Als jetzt bei dem Mario Kart, nicht jetzt hier bei allen, sondern nur bei denen, weil das ist irgendwie ganz anders. Es ist nicht nur, wie man gefahren ist oder wie oft man sich getroffen hat oder so, sondern die Münzen zählen ja natürlich auch noch mit dabei. Aber naja, egal. Wir fangen heute an mit dem Blumencup. Ja doch, müsste als nächstes Blumencup kommen. Aber bevor wir einen Cup auswählen, wählen wir natürlich einen Charakter. Und wer kann das schon sein als Toad? Den bin ich sogar häufiger gefahren. Weil, keine Ahnung, der ist irgendwie sehr gut zu fahren. Mit der Steuerung ist auch alles ganz okay. Und so. Und dann wollen wir auch schon anfangen, würde ich sagen. Ach, und nochmal schon vorne hinweg. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Kommentaren auch schreiben, dass ich auch direkt den 150er Hubraum auch spielen soll. Ich habe zwar mit dem 50er Hubraum zwar angefangen, aber wenn ihr wollt, kann ich auch direkt zum 150er auch überspringen. Liegt halt natürlich an euch. So, das war mir jetzt zu viel hier. Die rammen mich hier alle, ey. Ich bin voll das Opfer. So. Und noch eins, damit du gleich Bescheid weißt, das ist eigentlich sogar jetzt meine zweite Aufnahme. Bei meiner ersten Aufnahme, das war ein kleines bisschen Fail. Und ich war fast mit der Aufnahme fertig. Beziehungsweise bei dem Cup, bei der letzten Strecke, nee, bei der Siegesehrung war ich. Genau da hat es automatisch gestoppt. Ich habe nichts gemacht. Es war nur automatisch. Keine Ahnung, das ist manchmal so bei dem. Deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen leicht wütend bin, dann ist es deswegen. Jetzt entschuldigt schon mal das deswegen. Aber wenn wir schon wieder gerade dabei sind, ja. Wir sind bei der ersten Strecke im Blumencup. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie sie hieß, weil ich habe da irgendwie nicht drauf geguckt oder so. Ich habe auch gerade keine Ahnung. Aber die wurde bei Mario Kart 8 auf jeden Fall geremaked. Die sieht schon mal ein bisschen mega geil aus. Das wurde ein bisschen ausgenutzt. Ach, und noch was zum Spiel. Items kann man auch sogar richtig ablegen. Also sowas wie Banane und so, kennt ihr ja. Kann man ja auch Panzer auch normal ablegen. Sogar auch den Blue Shell kann man sogar normal ablegen. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt oder so. Oder ob der wartet bis zum ersten Platz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er da damals auf dem Boden geflogen, sag ich mal. Und alle anderen, die sich auf der Linie befinden haben, hat der Panzer natürlich die Gegner auch getroffen, aber allerletztlich aber halt auch ein bisschen mehr auf dem ersten Platz. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Geisterstrecke. Ich habe irgendwie gerade nicht geguckt oder so. Ich müsste doch mal gucken oder so, wie die mal heißt, um das wenigstens euch wenigstens teilweise mal zu sagen, was für eine Strecke das ist. Aber wenigstens habt ihr gesehen. Jetzt habe ich mich auch mal an dieser Abkürzung mal getraut. Weil sie klingt ein bisschen gefährlich aus, finde ich. Also die zwei Items sind Green Shell und die Banane behalte ich mal bei mir. Ich will wenigstens nochmal auf Nummer sicher gehen. Und hier muss man wenigstens hier aufpassen, weil hier wird man hochkatapultiert, sag ich mal so. Hier springt man sehr hoch. Deswegen lieber nichts drücken und so. So wie es mir mal passiert ist. Vielleicht wird das ja hier noch passieren. Mal schauen. Oh. Wenigstens habe ich noch die Banane. So, mal schauen, ob diesmal was wird. Ja. Zwei gerade von der Banane getroffen, aber egal. Ich habe es überstanden. Ne? So weit, so gut. Wir steuern jetzt gleich in Runde 3 zu. Mal schauen, ob noch ein Fail kommt oder nicht. Deswegen, nee, ich werde am besten nicht driften. Ne? Bevor da irgendwas passiert und dann
reg ich mich tierisch darüber auf, wieso ich das gemacht habe. Nee, danke. Dann lieber hier gechillt an die Sache rangehen und ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ach, nach Items und so. Das war knapp. Nee, diesmal lieber nicht. Bevor ich doch wieder runterfalle. Darauf habe ich keinen Bock. Das möchte ich nämlich nicht. Das war so klar. Zum Glück habe ich ein bisschen Vorsprung. Aber ich bin ja eh gleich fertig, also passt das schon. Komm mal ruhig wegfliegen. Oh, okay. Haben wir die Strecke auch hinter uns. Zum Glück. Und erster Halt natürlich auch. Ja, das Punktesystem. Ich glaube, das Punktesystem habe ich gleich aber auch, glaube im ersten Part erzählt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sag's euch einfach nochmal. Erste bis vierte war alles okay. Hat man auch Punkte bekommen. Aber ab dem fünften Platz hat man keine Punkte bekommen. Und zwar so eine Art Game Over. Man konnte dann die Strecke nochmal machen. Man hat drei Flaggen, also drei Versuche. Und das konnte mal bestehen, um mindestens vierter Platz zu werden. Und wenn man die drei Versuche halt nicht mehr hat, dann ist man halt quasi aus dem Rennen komplett raus. Und man darf den Cup komplett von vorne beginnen. Damit ihr schon mal Bescheid weißt. Aber das finde ich halt irgendwie cool. Aber derzeit auch ein bisschen, naja, anders halt. Man hat halt, wenn man halt verkackt hat oder so, konnte man das halt am besten nochmal machen. Das fand ich wenigstens gut. Aber dann halt hat es ein bisschen halt angekotzt, das halt immer die ganze Zeit zu machen, wenn man halt immer wieder verkackt hat. Das ist halt schon ein kleines bisschen nervig, finde ich. Aber naja, egal. Wir sehen hier gerade in Cheeseland, aber besser bekannt in Deutsch Käseland. Weil das Remake, also die Strecke wurde ja auch im Mario Kart 8 geremake. Die sieht eigentlich ziemlich sogar geil aus. Das erkennt man irgendwie fast gar nicht wieder. Zwar schon, aber es sieht sowas von bombastisch geil aus. Ey, da hat Nintendo wirklich gute Arbeit geleistet. Also die Strecke finde ich schon ziemlich geil. Es gibt zwar diese Mäuse nicht mehr, die ja wenigstens noch auf der Strecke noch zu sehen sind, aber dafür haben wir ja Kettenhunde. Naja, wenigstens etwas, besser als nix. Da gibt es halt natürlich auch Anti-Gravity, das ist halt schon klar. Ist halt noch ein bisschen geiler. So, gleich müssen wir es auch geschafft haben. Mit der Strecke. Ja, genau. Und wir haben es auch natürlich auch geschafft. Wir sind wieder ja Erster geworden. Geil. So, letzte Strecke. Bowser Castle 2. Ah ja, genau. Hier gibt es ja auch, wie viel? Drei oder vier Bowser-Strecken gibt es hier auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir das hier wenigstens bei der letzten Strecke alles noch überstehen können oder ob wir auch so richtig hart failen. Mal schauen, wie es wird. Mal gucken, ob ich wenigstens bei der letzten Strecke. Nein, ich werde nicht getroffen. Hey, der rote Panzer verfolgt mich nicht. Hey, war der wohl denn in der Lava oder was? Geil. Hab ich aber Glück gehabt, ey, aber sowas von. Ich nutze jetzt mal den Pilz hier, um ein besseres Item mal zu bekommen. Auch wenn ein Pilz auf Platz 1 ziemlich selten ist. Aber ich will mal was zum Blocken haben. Also, her mit der Banane. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Na, eine Green Shell. Naja, wenigstens besser als nix. Als irgend so ein Müll oder so. So, wir haben schon mal die letzte Runde. Also, Peach ist eigentlich schon ganz nah, sag ich mal, bei uns. Deswegen müssen wir jetzt richtig ordentlich fahren. Sonst sind wir dann Zweiter. Und dann wundern wir uns, wieso uns Peach überholt hat. Weil wir irgendwie so verkackt haben oder so. Irgendwie halt. Ja, deswegen lieber nochmal ordentlich fahren. Nicht so trifft und so. Weil sonst mache ich eigentlich so ein bisschen driften. Aber ich will lieber bei dem Let's Play auf Nummer sicher gehen, damit wir nicht zu sehr verkacken oder sonst. Peach kommt näher. Aber
Okay, wir haben es doch noch geschafft. Wir haben es doch noch geschafft. Oh, wie geil. Da haben wir den Cup eigentlich sogar so sehr gut gemeistert, würde ich sagen. Das haben wir ja geschafft. Und jetzt zur Siegerehrung. Mal gucken, was die Bewertung so alles sagt. Aber das erfahren wir ja jetzt gleich. Aber nochmal kurz gesagt, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Wenn ihr wollt, kann ich direkt zum 150er Hubraum gehen. Also da habe ich nichts dagegen. Das kann ich gerne machen. Weil ich habe zwar mit dem 50er halt Hubraum angefangen. Aber ich kann halt, wie gesagt, auch zum 150er oder so überspringen. Wie gesagt, überlasse ich euch jetzt einfach. Oder machen wir es einfach so, wer Daumen hoch gibt, mache ich 150er und Daumen runter ist dann, wenn ich alles nach der Reihe machen soll. Also 50, 100, 150. Wer halt dafür ist, entweder macht eine Bewertung oder ein Kommentar oder so. Wie ihr wollt. Aber das ist ja übelst die coole Bewertung, ey. Sogar 2 Sterne im letzten Part einschauen, jetzt 2 Sterne. Ey, das ist ja geil. Das ist ja noch besser. Ich hatte sogar, wo ich es damals gezockt habe, also, naja, was heißt damals? Ich habe das jetzt auch nur auf dem Emulator gezockt, weil so richtig kenne ich es eigentlich ja auch nicht. Weil sogar 2 Sterne. 2 Sterne, ey, das ist doch geil. Ich freue mich gerade übelst. Danke sehr. Ist zwar im 50er Hubraum, aber ich habe da noch nie einen Stern bekommen im 50er Hubraum. Aber der Part ist damit vorbei. Ich würde mich über einen Daumen hoch von euch freuen und über ein Abonnieren natürlich auch. Und über eure Kommentare bin ich gespannt, was ihr so schreibt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Alias Saphir. Macht's gut, Leute, und ciao.